Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Let's Play The Legend of Zelda Echoes of Wisdom. Wenn ihr das Spiel ein bisschen billiger haben wollt, dann habe ich ein Angebot für euch. Schaut doch gerne mal in die Videobeschreibung vorbei. Dort findet ihr einen Affiliate-Link zu Instant Gaming. Instant Gaming ist eine Plattform, die plattformunabhängig Spieler anbietet bis zu 90%. Schaut doch gerne vorbei. Ihr würdet mich unterstützen, wenn ihr über diesen Link auch ein Spiel kauft. Und wenn ihr weiter runter scrollt, findet ihr ein Gewinnspiel. Dort könnt ihr ein Spiel eurer Wahl gewinnen. Ich wünsche euch viel Glück und viel Spaß beim Video. Wir sind beim letzten Mal bei den Soras angekommen. Eine Hallianerin, du kannst gut schwimmen, für jemanden ohne Kiemen und Flossen. Möchtest du unser Dorf besuchen? Dann musst du da unten zum Eingang tauchen. Okay. Das machen wir auch gleich. Wollen wir mal gucken, haben wir hier schon was Interessantes? Na, eigentlich im Grunde habe ich ein Ding, das unter Wasser was machen kann. Ja. Du. Warum stirbst du? Hä? Das macht dir jetzt gar keinen Au. Na, du. So. Und jetzt habe ich ein Müffisch. Okay. Ja, das sollten wir uns auch merken. Und da haben wir auch eine Stempelstation. Sehen und stempeln. Haben wir hier noch was Interessantes? Eine Höhle. Tauchen wir doch mal ab und gehen da durch. Und gucken, wo sie hinführt. Vielleicht kriegen wir da auch Monster, die wir benötigen noch. Das wäre auch schön, weil wir ja im neuen Beat sind. Man weiß es so an und für sich ja mal nicht. Okay. Ein Anglerfisch. Mirfisch. 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 Komm schon. Ich brauche Essen. Mal ein bisschen wieder hochheilt. Ach komm. Dich will ich trotzdem haben. Was bist du? Du bist ein Fisch, Level 2. Natürlich bist du ein Mürfisch, Level 2. Okay. Weiter. Oh. Mir das Geld. Da haben wir 413. Da wäre was Wichtigeres. Mirfisch. Level. Wo? Oh. Oh. 414. Mirfisch. 15. Okay.
Waisenkind. Also du, nicht weiter sagen, aber ich suche einen Geheimschatz. Und verrate bloß nicht meiner Mama, dass ich hier bin. Meinst du nicht, deine Mama kann sich vorstellen, dass du hier bist? Das sagst du ja nur so. Weil das ergibt keinen Sinn. Wobei, wenn er mich abgehauen ist, naja. Wo kommen wir denn hier raus? Dort ist ein Bett, okay. Und es lädt und lädt und lädt. Und dort ist jemand. Mein Sohn, lässt mal wieder graue Schuppen wachsen. Ständig spielt ihr in der Höhle hier rum. Abenteuer. Der Lodger Sputschabo gerade so herumwütet. Das ist eigentlich viel zu gefährlich. Ja, dann geh da rein und sag ihm was. Das war... Ey. Das habe ich nicht schon wieder im Auge. Egal. Das war hier, das ist zu gefährlich und hast du nicht gesehen. Aber machen? Nö. Da machen wir nicht. Gut, gehen wir weiter. Wie kriege ich euch am besten Blatt? Trump! Und schön runter. Die zwei Rubine und... ein 20er! Wir kommen der 500 näher. Ah, sollte aufpassen. Da ist noch ein Ding zum kaputt machen. Karte. Hä? Gesammeltes. Hallo? Nee, oder? Kann ich die mir hier jetzt... Das ist hier mal interessant. Das ist sehr interessant. Ja, ich habe einen besseren Fisch. Den sollte ich eigentlich ausrüsten. Aber hier scheint nichts mehr Interessantes zu sein. Wenn ich das so sehe. Ein Boot. Ein Schiffsche. Mann, seid ihr ja hier stark. Komm. Gott, hält's aber auch viele Schläge aus. Mehrfisch. Na, endlich. Hi. Mammfisch, okay. Hier Level braucht der. Ah, der wird bestimmt stark sein. Okay, und wo sind wir hier? Das ist doch die Karte. Bei einem Gebiet, wo wir noch nichts zu suchen haben. Ach, teleportieren wir zurück. Ich denke, wir haben soweit auch alles gesehen, bis auf das Sora-Dorf. Der Meersora, weil da speziell von Meersora die Rede ist, gehe ich davon aus, dass Flusssora oder Seesora, nee, Flusssora es auch gibt. Hi. Willkommen im Dorf der Meersora, dem Paradies am Meeresgrund. Besuchst du die Jabul-Gewässer zum ersten Mal? Wir sind das Meervolk, auch Meersora genannt. Der Name leitet sich von unserem Heimat ab, logisch, oder? Hey. Reden. Willkommen. Gibt es irgendwas, wobei ich dir behilflich bin? Okay. Der wird nicht so viel Interessantes haben.
Ja, Jabu, Jabu segnet, du stets in Samir. Sonst war er uns immer wohlgesonnen. Und warum ist er auf einmal so zerstörerisch gelaunt? Da haben wir was Besonderes. Lord Jabu Jabu saß Rand und Band und überdies bedroht er uns diese Gewaltgeriss. Warum noch sucht uns dieses Unglück heim? Dieses Verhalten ist wirklich ganz und gar nicht untypisch für Lord Jabu Jabu. Ganz und gar. Fürwahr. Aus genau diesem Grund dürften wir uns nicht überstürzen. Wir dürfen den Riss in Lord Jabu Jabus Heimatstätte keinemfalls ignorieren. Doch zunächst gibt es sein wütend aufzuhalten. Mhm. Heißt, ich suche Lord Jabu Jabus. Weißt du, wo ist es? Mit so leben, die lieben die Musik. Und der große Geist Lord Jabu Jabu liebt sie genauso wie wir. Daher halten wir regelmäßig zusammen mit dem Flussvolk. Gibt es also die Fluss sowas auch? Ein Musikfest ab, bei dem wir Lord Jabu Jabu unsere Stücke beibringen. Solange der Geist, der herumwütet, bleibt. Solange der Großgeist herumwütet, bleibt unbeliebt, würde sich das Ausrichten eines Musikfests allerdings schwierig gestalten. Okay, hier hilft keiner mir weiter. Aber wir wissen, es gibt definitiv die Flussdora. Ich kann mir nicht vorstellen, wer als Flussvolk da noch betitelt wird. Was haben wir denn noch nicht gesehen? Ups, was für eine Misere. Ich war gerade am Vorbereiten meines Movies, da merkte ich, dass seine Zutat ausgegangen ist. Eine Kundin! Tut mir leid, du bist umsonst gekommen. Das Movies-Shop muss zeitweise geschlossen bleiben. Der Blasetank? Haben wir doch. Meine Geheimzutat ist nämlich aus einem ganz blöden Grund ausgegangen. Und noch blöder, Blasetank gibt es nur mehr. Und das Blödeste, bei Kontakt mit Salzwasser verschrumpeln ich innerhalb von Sekunden. Das ist zufällig, weiß ich, drei Stück. Ja, aber. Wow, Blasetank, danke. Du hast mir das Leben gerettet, naja, zumindest meinen Lebensunterhalt. Ich habe meine Lektion gelernt. Ich werde in Zukunft in der Versuchung widerstehen, beim Zubereiten des Movies vom Fang zu naschen. Ja, das sollte es. Dann also noch einmal von vorn. Willkommen im Smoothie-Job der Sora-Bucht. Das hier sollte Eröffnungspräsident und Dank. Das hier soll Eröffnungspräsident und achso, Dank für deine Hilfe sein. Oh, Nummer 20. Ob du sie in deinem Sparbüchse wirst oder zum Kauf von Smoothies zu dann verwendest, ist natürlich dir belassen. Als seriöser Geschäftsbesitzer werde ich nun hoffentlich die Kontrolle über mein Leben zurückgewinnen. Okay. Und hier geht's hoch. Aber hier haben wir noch einen Wegfreund. Den wollen wir natürlich auch aktivieren. Hm? Du blickst so verwirrt rein. Dies ist der Parkplatz, falls du dich wunderst. Der Parkplatz ist traditionell der Ort, an dem die Soras und Lord Jabu Jabu zusammenkommen. Die Meer Soras und die Fluss Soras pflegen hier für Lord Jabu Jabu zu musizieren. Mit Hilfe dieser Darbietung bitten sie ihn, über diese Region zu warten. Allerdings wütet Lord Jabu Jabu derzeit auf äußerst störrischer Weise herum und die Zora-Oberhaupte liegen im Clinch. Seitdem, oh nein, es sich dieser rissige Riss bei Lord Jabu Jabu sammeln, steht in Nordor. Internet ist alles im Chaos versunken. Hey, und mir schwarmt schon Schlimmes. Wir müssen erst dafür sorgen, dass die zwei nicht mehr im Clinch sind. Habe ich eigentlich schon... Ach, nur ich meine ja. Oder auch nicht. Na, wer kann auch nur besiegen? Vielleicht mein Hai?
Und ja, er hat ihn schnell besiegt. Ach, nur gemerkt. Okay. Au, au. Ich muss hier weg. Oh nein. Okay, es gibt mehrere Eichelsuche. Wegfreund registriert. Das ist der Riss, den ich gesehen habe. Wir sollten versuchen, noch näher heranzukommen. Ja, einfach eintreten. Und? Ich hab's mir schon halb gedacht. Das war so klar. Dort drinnen könnte ich den Zugang zum Riss öffnen. Brechen wir auf, Zelda. Ich kenne immer noch nicht die Schwinde. Gehen. So ein Unglück. Der Riss hat alles hier verschlungen. Nanu, dort steht jemand. Yep. Das werden die Flusssauer sein. Bist du aus Tage um Lord Jabba Jabba hierher gekommen? Seit in seiner Heimatstätte ein Riss erschienen ist, schwimmt er wie wahnsinnig herum und richtet überall Verwüstungen an. Wir sind hierher gekommen, um zu sehen, ob wir nicht irgendwas unternehmen können. Wie, du willst durch das Tor? Es öffnet sich nur, wenn die Oberhaupt des Flussvolks und des Meeresvolks hier gemeinsam musizieren. So bezeichnet man uns, die Flussauras. Unser Dorf liegt nördlich von hier, also flussaufwärts. Du kannst gern einmal dort zu Besuch kommen. Ja, und das Meeresvolk haben wir schon gesehen. Immer diese Umstände. Yep. Ein wahres. Gehen wir mal weiter. Na gut, das sind jetzt ein paar Bäumchen. Octoroks, die mich nicht treffen sollten. Oh, Höhle. Die erkunde ich doch gerne. Entschuldige. Really? Hallo, die Kiste steht drauf. Erkenn das doch. Okay, es muss noch eine Runde getätigt werden, weil es nicht akzeptiert wird, dass die Kiste draufsteht. Ah, okay. Schlecht programmiert. Oh, so geht doch. Einfach ein bisschen rumplanschen. Aber dafür erwarte ich doch was Besonderes, was wie ein Herz. Bitte was? Wobei ich auch einfach einen Gegenstand weiter weg platzieren kann, ne? Ja. Mach's mir nicht schwer. Dit geht. Ein 100er Rubin. Das schmeckt. Okay.
Der hat jetzt mit einem Herzteil gerechnet und ein Herzteil gehofft, tatsächlich. Aber ein 100er Rubin ist auch okay. So haben wir ja die 500 beisammen, die wir ja auch noch benötigen. So. Okay. Ich hab noch eine Mod-Tula. Die könnte helfen. Komm schon. Mach was. Vielleicht sonst nichts, das fliegen kann. Vielleicht ein bisschen stärker ist. Wobei. Ach, warum nicht so? Wenn es auch so geht. Okay, damit haben wir die Nadelfliege gemerkt. Okay. Apropos Nagelfliege. Nein, hier ist nichts. Hier kommen wir nicht lang. Lass ihn verschwinden am besten. So. Hier ist auch nicht. Ja, ich habe den schon gemerkt. Da brauchst du keine Angst. Den aktivieren wir natürlich auch. Und da scheint mir das Flussvolk zu sein. Ist hier noch was Interessantes? Nein. Item Shop. Die Frage ist, gibt es hier ein spezielles Item? Ja, für 350, die nehmen wir natürlich. Du kannst die Sauerflossen, Nachbildung von Sauerflossen, die dich schneller schwimmen lassen. Okay. Und dann habe ich das hier an. Da wäre ja mal logisch, das hier zu nehmen. Erstmal. Um besser schwimmen zu können. Vor allen Dingen schneller. Was haben wir hier drin? In letzter Zeit sprudeln die Jabul-Gewässer vor lauter Problemen. Aber gerade in solchen Tagen lasse ich mir gut gehen und esse meine Lieblingsspeisen. Das bringt mich auf andere Gedanken. Okay, das ist eine schöne Möglichkeit, das auch zu sich selbst so runterzubringen. Willkommen im wunderschönen Dorf des Flussvolks. Für dich wie zu Hause, denn bei uns geht's herzlich und ungezogen zu. Nun ja, normalerweise. Im Moment wütet er aber Lord Jabba Jabba herum und hält uns so in Angst und Schrecken. Hey. Piste. Nochmal 20 Rubine. Jawohl. Wir haben ja jetzt so viel wieder ausgegeben. Oh, ein paar Sekunden. Meine Freunde können schon alle schwimmen, aber ich nicht. Ich will ja üben, aber ich bin so über Wasserscheu. Als Sucher Wasserscheu, naja. In Lord Jabba Jabba's Heimatstadt ist ein großer Riss entstanden. Das ist die Höhle flussabwärts, deren eigen wie ein Fischmal aussieht. Kein Wunder, dass Lord Jabba Jabba nun wütet und tobt. So viele Dinge, schlimme Dinge, die in letzter Zeit passieren in letzter Zeit. Oh, was haben wir hier drin? Nichts Besonderes. Ein Äußchen. Aber wieder schön eingerichtet, muss man immer wieder sagen. Noch ein Äußchen. Überall nicht in diese Risse. Ich habe das Gefühl, da kommt noch was Schlimmes auf uns zu. Ich bitte, dass wir weiterhin in Frieden leben können. Wenn das bleibt, eher nicht. Ich würde zu gerne auch mit meinen Instrumenten auftreten. Aber Tread meinte, dass ich erstmal erwachsen werden muss. Tread, das ist so eine Schaffe, er wohnt am Ende dieses Pfades.
Musik ist heilig, meint er. Kleine Fische dürfen doch keine großen Töne spucken, meint er. Oh, okay. Wer mal wald. Da ist eine Höhle. Kann ich was heben? Aber sonst ist da nichts. Okay. Hier was Besonderes? Hier? Nein. Okay. Seid ihr besonders? Ja, ein Restort, ein Restort. Was ist nun aus unserem britischen Jabo-Gewässer geworden? So kann man doch nicht in Ruhe einen Spezialschwimmen machen. Okay. Hold on. Ich war mit meinem Papa spazieren, da haben wir einen neuen Riss entdeckt. Was sind die wirklich so gefährlich, wie alle sagen? Ich würde ihn zu gerne mal anfassen und nur ganz kurz. Das wäre doch okay sein, oder? Nein, Finger weg. Okay, hier geht's wieder zurück. Aber sonst ist nichts Besonderes. Gut. Dann würde ich sagen, ich mir mit dem Oberhaupt. Was hat er zu sagen? Lord Jabo Jabo wütet herum und dennoch dieser Kursriss. Chef, alles im Dorf zittern, alle im Dorf. Voller Angst, schon in den Flassen. Ich ist keine Zeuge. Euer Michigan für Retreat wird das schon irgendwie richten. Als erstes werde ich Lord Jabo Jabo besänftigen. Dann sehen wir weiter. Jawohl, Chef. Auf und dich ist immer Verlass. Und wie genau willst du das ihn besänftigen? Na, mit der Kraft der Musik. Natürlich, meine Vorstellung wird ihn so umhauen, dass er gar nicht mehr uns herum mit ihm denkt. Und nebenbei kann ich so dieser verfluchten Kushara zeigen, was für einen Mordstrahlend, okay, ich habe. Chef, liegst du etwa immer noch mit der Chefin des Meeresvolkes im Clinch? Sonst habt ihr euch doch immer sofort wieder vertragen. Diesmal dagegen zieht sich echt hin. Die doofe Seku hat uns über meine Musik lustig gemacht. Solange sie sich nicht entschuldigt, gebe ich nicht sicher nicht klein bei. Blablabla. Jetzt ist nicht die Zeit, sich darüber aufzureden. Wir haben Wichtiges zu tun, Ivana. Oh, ey. Hm? Wer bist du denn? Ach, egal. Wenn du etwas von mir willst, musst du warten. Wäre... Hast du etwas mit dem Chef zu besprechen? Wie du siehst, sind wir gerade beschäftigt. Und gerade jetzt muss der Chef noch mit der Anführung des Meeres folgenden Clinch liegen. Ja... Es fing ganz klein an und hat sich dann immer weiter hochgeschaukelt. Jetzt sind die Fronten hoffnungslos verhärtet. Ach, wir haben sie so gut verstanden. Da war alles leichter. Was trödelst du so, Ivana? Wir müssen schleunigst zum Parkplatz. Komme! Sorry, ich muss mal... Was ist dein Clinch? Ich verstehe nur eins, wir finden hier kein Gehör. So kommen wir nicht zum Riss. Yep, aber wie es weitergeht, erfahrt ihr beim nächsten Mal. Wenn euch der Part gefallen hat, lasst gerne ein Like da, lasst ein Abo da, kommentiert. Und ich wünsche euch viel Spaß bei was auch immer ihr macht. Macht es gut, haut rein, ciao. Hallo und herzlich willkommen zu Endcard. Wie jedes Mal könnt ihr rechts von Foxy ein von YouTube generiertes Video bekommen. Links von Foxy blende ich euch die Playlist ein. Und wenn euch das gefallen hat, dann könnt ihr in der Mitte von Foxy gerne meinen Kanal abonnieren. Ich wünsche euch viel Spaß bei was auch immer ihr macht. Macht es gut, haut rein, ciao!